Hey Leute, willkommen zurück zu Limbo. Das letzte Mal haben wir uns ja ziemlich dumm angestellt da mit den Schaltern. Oder ich. Und mal schauen, wie es jetzt aussieht. Achso, ja, jetzt bräuchte ich die Kiste wieder. Okay, jetzt. Okay, wie mache ich jetzt das? Am besten ziehe ich das Ding. Das nützt nichts. Also ziehe ich das wieder. Wie kann ich das jetzt machen? Bringt das was, wenn ich das wieder runter mache? Ich denke es nicht, aber... Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß, wie ich das machen kann. Ne, geht doch nicht. Fängt ja wieder mal gut an, der Part. Okay, wie kann man es das schaffen? Kann ich den wieder zurück? Das bringt mir eigentlich gar nichts, oder? Na, es sollte eigentlich nichts bringen. Kann ich den... Nee, den kann man nicht hochziehen. Das bringt ja auch nichts, irgendwie, dass man das irgendwie absperren könnte oder so. Kann ich das noch weiter hoch machen? Ne. Okay, komisch. Also irgendwie muss ich ja noch ein zweites Gewicht haben. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wo holt man sich das her? Da hat's nichts. Wenn es da unten was hätte, könnte ich das ja irgendwie nicht hochholen. Da ist ja alles schräg und nirgends irgendetwas zum Hochheben. Es muss irgendwie was mit dem Ding da zu tun haben, aber ich verstehe nicht ganz was. Das bringt auch nichts. Mhm.
Kann ich hier irgendwie was? Ne, geht auch nichts. Okay. Dann hat das vielleicht doch was mit dem Pfeil da hinten zu tun, aber wie funktioniert denn das? Das verstehe ich nicht. Das mit dem Pfeil da, da kann man ja nicht hochspringen und da hat es auch nirgends eine Kiste oder was? Den aktiviere ich jetzt nochmal. Was haben wir hier? Hier hat es nichts, oder? Hier ist das Seil, wo wir nicht rankommen. Und wir müssen diese Kiste dahin bekommen. Aber das geht ja aus irgendeinem Grund nicht wirklich. Ich verstehe es nicht. Irgendwas mit der Kiste mache ich einfach falsch, aber was? Bringt ja auch nichts irgendwie. Okay, sorry Leute, aber das kapiere ich jetzt wirklich nicht. Was muss man da machen? Die Kiste muss hier rauf, das ist ja klar. Und damit wir hier ranspringen können. Aber damit wir die Kiste hier hoch bekommen, muss irgendwas das gleich schwer ist wie die Kiste hier rauf. Oder? Aber wir haben nichts, das gleich schwer ist. Und das Teil da, das nützt doch uns auch genau nichts. Da muss man so irgendwas. Was ist eigentlich, wenn ich unten dran stehe? Ich nehme an, es zerquetscht mich, aber ich probiere es jetzt mal aus. Puh, ja, war klar. Okay. Oh Mann. Vielleicht, obwohl, nee. Nee, es geht gar nicht, weil es ja nichts irgendwie anstoßt. Da oben hat es eben auch noch so ein Kabel. Und ich weiß nicht, ob ich da ran kann, aber das würde mir theoretisch, glaube ich, gar nichts bringen.
Oh Mann, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Dieser ganze Part geht drauf, weil ich das einfach nicht kapiere. Kein Schimmer, was man hier machen muss. Das nützt eben nichts irgendwie. Ich kann es auch nicht hochziehen. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Das geht nur leider nicht ohne die Kiste. Moment, jetzt schaue ich trotzdem hier nochmal nach. Sollte aber eigentlich ja nichts sein. Trap! So. Also jetzt gehe ich nochmal zurück. Dann beende ich den Part, weil ja, Zeit halt und so. Auch wenn der ganze Part verschwendet wurde, aber egal. Es ist blind, da kann das schon mal passieren. Aber was haben wir denn hier? Was? Es hat ja irgendwie gar nichts, was wir gebrauchen könnten. Da hing das Wurmvieh. Da kommen wir her, da können wir auch nicht mehr zurück. Also muss es ja was hier sein. Dann haben wir hier diese Holzdingensbumszeugs. Und da dieser Pfeil, wo wir hoch könnten, irgendwie. Aber wie? Hier kommen wir ja auch nicht weiter. Und die Holzblätter hier kann man auch nicht verschieben. Ich kapier's nicht. Naja, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder hier. Bis dann.